Was lange gut wird endlich wert. Here we go. Auf geht die Reise heute auf der Switch Arena of Valor. Machen wir das Giveaway direkt mal an hier. Zap the Rap. Bot ist da, Bot darf schreiben. Endlich geht das hier los. Headset rein. Noch ein Stream-Test. Läuft es denn hier auch? Zack. Ja, läuft gar nichts. Super. Sehr schön. Dann haben wir wieder Frame Drops. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. So, wir gehen jetzt einfach nochmal in den Live-Modus. Einen schönen guten Abend. Ja, sorry für die technischen Probleme, aber so ist das. Ne? Software bleibt Software, ist Software, bleibt Software. Gehen wir jetzt mal in die erste Runde einfach rein. Hier. Schaut ja schon besser aus. Gehen wir jetzt mal in die erste Runde einfach rein. Vor 20 Stunden hat noch der Arcade-Chef gefollowt. Vielen Dank dafür, falls du das Video siehst. Und das gleiche geht an Scorpion 2601. Vielen, vielen Dank für die Follows. Wenn ich euch nochmal im Chat sehe, werde ich euch da auch nochmal ansprechen. Ja, was auch immer da los war. Mit Streamlabs. Man weiß es nicht. In jedem Fall, wer zuschaut. Ausrufezeichen gewinnen in den Chat. Und ihr nehmt am Gewinnspiel teil, heute ohne Timer. Ich werde das nachher irgendwann closen einfach und dann wird einer ausgelost. Automatically.
So, Disrupt ist super. Was dieses System hat, beziehungsweise das Streamlabs. Es hat irgendwas geupdatet, jetzt habe ich wieder zeitweise Frameclips. Zwischen den Stream halt auch noch laufen, um mal zu schauen. Wink. Schaut aber gut aus. Na, hier oben kann ich nichts. Ah, da Valley. Valley Well reinkommt. My life for my people. Scorching brand. First blood. Das Spiel leckt aber auch gut. Ja, da erkennt man Frame Drops. Das ist echt ätzend. Stand your ground. An ally has been defeated. Okay, generell funktioniert halt alles, ne? Das hat, schaukelt sich das auch gerade ein. Ja, und natürlich ist die erste coole Runde direkt scheiße. I have seen the face of evil.
Ah, Strangel Knopf, guten Abend. Hi. Ja, es tut mir leid, dass das jetzt so ein bisschen gelaggt hat, aber ich hatte dann auch noch technische Schwierigkeiten hier mit Streamlabs. Unfassbar. Heute endlich noch mal eine Runde Arena of Valor. My life for my people. Ist ja schön, dass du da stehst, mein Freund. Wie wär's, wenn du denn mitkommst, ein Gangamann? Und natürlich direkt schönen Dank für den Follow. Strangel Knopf mit Ausrufezeichen gewinnen kannst du beide auch mitmachen. Das Gewinnspiel ist aktiv. Heute auch noch nicht so viel los, aber hey. Ja, das ist online. Also Ausrufezeichen gewinnen in den Chat. Dann nimmst du automatisch teil. Ich kann dir auch direkt sagen, ob es dann funktioniert hat. Sehe ich dich ja hier in meiner Übersicht. Ja, ohne Space. Ohne Space. Genau, und schon bist du eingetragen. Das ist im Laufe des Abends irgendwie, ich vermute so 9:30, viertel vor 10 irgendwo da. Werden wir es dann beenden. Und down goes the dragon. Mein Tower ist destroyed. Why is this? The good shall never perish. Jetzt geben wir noch alle auf. Your tower has been destroyed. Aber bei 3:12 Kills kannst du dann auch eigentlich direkt lassen. Ist halt auch geil. Enemy double kill. Enemy triple kill. Boah, es ist Marie und Jose, was hab ich denn da auch eine gute Gruppe wieder? Von dem Game habe ich vorhin noch nie gehört, jetzt hier von Arena of Valor. Muss man nicht kennen, das kommt ja aus der Mobile-Sparte. Ist jetzt ja gerade ein paar Wochen auf der Nintendo Switch verfügbar. Wenn man da nicht mobile nicht aktiv ist, dann muss man das auch nicht kennen. Ist halt ein LOL, ich nenne es jetzt mal ganz böse, ein bisschen LOL-Klon halt einfach nur. Have faith in your strength. Und natürlich, dieses Match hier ist auch grandios. Teste danach noch ein Match, und wenn das wieder so ätzend ist, dass hier wieder nur irgendwelche Kinder unterwegs sind, die zu blöd sind zu spielen, dann gehen wir auf die PlayStation rüber. Ich habe die Sitze auch, aber wegen Mario. Ja, Mario Odyssey. Das habe ich durchgesuchtet. Leck ein bisschen, ja. Ich habe die ganze Zeit schon so dämliche Probleme gehabt. Den Stream nebenher auch laufen. Die Server scheinen noch nicht ordentlich zu sein. An enemy has been defeated.
Ja, ich sehe es gerade, ich habe den Stream auch laufen. Das Tool erkennt aber zumindest keine Frame Drops. Da ist eben wieder alles abgestürzt. Das war unglaublich. Your tower has been destroyed. Strange Little Kopf natürlich gerne. So Sepsch, es sollte sich jetzt gegeben haben. Holy Splendor. Das Match ist halt Nüsse hier und das könnte ich einfach direkt vergessen. So ein sehr krasses Stream-Delay heute. So selbst, du darfst dich heute nicht mehr eintragen. Du hast gestern gewonnen. Have faith in your strength. You're done. Jetzt müsste es passen, selbst, ne? Ja, bei mir läuft der jetzt auch flüssig. Naja. 8 zu 22 Kills, nur Idioten im Game, krieg ich schon Affen. Ja, da greife ich schon gar nicht mehr an, das ist einfach gar nichts weg. Krass, Stream Delay, fast 30 Sekunden. Klänge sind zu 1 zu 1 aus Art of War Red Tides. Den Namen kenne ich, das Spiel sagt mir aber nichts, aber das ist natürlich ulkig. Art of War Red Tides. Okay. Ja, kenne ich tatsächlich. Ja. Na, verrückte Welt. Belohnung nicht mehr. Oh, der Delay, der Stream Delay ist krass. Das sind ja fast 30 Sekunden. Ich habe eine fette Leitung. Netz ist gut. Können wir ganz gerade checken, dass auch alles hier im Netz okay ist. Kein Disconnect. Leitung ist voll da. Alles I.O. Let's go. Es sind keine 30 Sekunden in Realtime. Vielleicht 12 oder 13 bis du antwortest. Ja, weiß der Geier, was hier los ist heute. Twitch hasst mich. Wobei der Chat ja ohnehin schneller ist. Das ist tatsächlich nur das Bild, was Delay hat, so stark. Ich habe den Chat da jetzt auch. Den Stream auch nochmal laufen. Mit einem externen Account hier. Kurz reinzuschauen. So, also wenn das jetzt wieder so ein Kackmatch wird, dann wechseln wir sofort weg. Dann habe ich auch heute, keine Nerven für, mit den Kids zu ärgern. Dann könnten wir ja Starlink natürlich weiterspielen auf der Blaze. Call of Duty muss noch runterladen, das sind mal eben galante 65 Gig. Naja, auf jeden Fall Ausrufezeichen gewinnen in den Chat. Dann könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen. Bad Blood. Mit der Teilnahmeseite natürlich
Bank Bank L50. Fuck you. Mhm. Sehr höflich. Richtig nett. Was möchtest du uns damit sagen? No. Bester Mann, würde ich sagen. Bester Mann. Bank, Bank. L50. Der muss auch mal sein. Weiß er wahrscheinlich auch nicht, was mit ihm geht hier. Vielleicht hat er sich ja verschrieben. Falscher Channel oder so. Kann ja sein. Kann ja sein. Steckst du nicht drin? Er schreibt noch, ja, das dachte ich auch. Ja, war bestimmt falscher Channel, meine Güte. Kann man ja nicht immer so böse sein. Keine Frame Drops mehr. Die Bitrate ist jetzt auch deutlich höher gegangen plötzlich und hier hat sich nichts geändert bei mir. Who knows? Naja, vor dem netten Kommentar Ausrufezeichen gewinnen, ohne Space dazwischen in den Chat und ihr könnt teilnehmen. Bad Blood Steam Key Gewinnspiel. Wir müssen natürlich 18 sein zum Teilnehmen. Das Spiel ist ja ab 18, ne? Also im Chat ist er zumindest auch schon nicht mehr. Hat wahrscheinlich einfach nur seinen Frust rauslassen müssen. Wahrscheinlich ein anstrengender Freitag für ihn. Hoffentlich kann ich jetzt schlafen. Boah. So, aber erstmal hoffentlich wird das Match jetzt besser. Es bewegen sich schon mal alle, das ist schon mal gute Grundlage. I have seen Alubu ist so ätzend mit seinem Life-Leech. Ah, ätzend. Hab ich nicht gerne auf meiner Top-Lane. So, mal gucken. Have faith in your strength. Ja, es ist nicht angebracht, ist richtig. Hätte er jetzt auch noch was geschrieben, hätte ich ihn sowieso rausgeworfen. Muss ja nicht sein. Steht ja unten in den Regeln, die akzeptiert man, wenn man in den Chat kommt. Wird ja auch abgefragt. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, das ist dann doch recht hart. Ich bin ja jetzt in der dritten Woche am Stück quasi. Es schlaucht doch mehr, als man meint. So,
So, wir könnten mal gerade den Titel anpassen. Holy Splendor! Konzentrieren wir uns wieder aufs Spiel. Ja, der Sepsch ist Top-Tipper. Oh, wunderschön, wunderschön. Zack. Das muss wieder irgendein Twitch-Problem gewesen sein. Oh Gott, der ist ein Level bei uns. Da sind wir tot. Ja. Ja, der schreibt doch gar nichts. Der ist schon wieder weg. Ich hab's gerade mal in die Übersicht geschaut. Ah, wahrscheinlich trollt er einfach irgendwie rum. Sagt fuck you und geht. My life for my people. Damage. Ja, auf jeden Fall Ausrufezeichen gewinnen ohne Leerzeichen in den Chat. Für die Chance auf einen Bad Blood Key für Steam. Das müssen wir die Tage auch mal streamen. Hab ich eigentlich Bock drauf. I have seen the face of evil. Servus, Kenjinu, oi oi. Have faith in your strength. Okay. Der Kenji nur. Einen schönen guten Abend. I have been defeated, ja. Der Troll hat mich so aus dem Konzept gebracht. Killing in the name of. 4 zu 3 Kills, Tower sehen gut aus. Ich kann nur Toplane nichts machen, ich geh mal Bot. Geht's um das hier? Dying Light Bad Blood? Ja. Das ist ein Brutal Royale. Du landest halt mit 12 Leuten auf einer Map und musst Blutproben von Zombie Hives, also von Zombies halt besorgen. Das heißt, du hast einen gewissen PvE-Anteil, musst aber gleichzeitig natürlich die anderen Spieler besiegen. Kannst du dir noch die Blood Samples abnehmen und alles. Das macht richtig Fun, das Game. Das ist auf der Gamescom kennengelernt und mich sofort verliebt, obwohl ich ja so gar nicht auf Zombie geraffelt stehe. Der Frust ist, ja, der Frustfaktor ist allerdings, ja, man muss schon sehr frustresistent sein, weil am Anfang verlierst du nur. Das ist halt momentan noch im
im Early Access quasi. Das heißt, man kriegt jetzt, wenn man das jetzt per Steam aktiviert, ein Founder Pack. Einen exklusiven Skin, den du nie mehr kriegen kannst. Ist halt fett. Ach, dieses ganze Team, Scheibenkleister. Ja, das sieht gerade sehr schon gut aus, ja. Ich mag's euch gerne. Ich glaube, es ist nur aufgrund meiner Tätigkeit als Redakteur bei Gametainment halt einfach jetzt in letzter Zeit nicht so viel gespielt. Wir haben ja auch noch das Ziel laufen. Ne, Kenji nur. Bis zum 26. Ah, yeah, yeah. You will die. Hoffe ich. Ja. So, jetzt wurde ich krass abgelenkt. Bis zum 26.10. Kenji nur. Wenn wir da 20 Follower haben, 20 Subs haben. Dann werde ich Let's Sing 2019 im Stream reviewen. Das heißt, Test Games Online. I have seen the face of evil. Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated. Nicht mehr lange hin, Kenji. Nicht mehr lange hin. Wobei, je öfter ich es erzähle, umso mehr Bock habe ich aufs Spiel an sich. Würde ich gerne so Let's Sing Zeug spiele. Aber nicht vergessen, Ausrufezeichen gewinnt in den Chat. Und mit etwas Glück werdet ihr gleich gepickt. Für einen Bad Blood Stinky. Ich kann nicht singen, es gibt Dinge, die werde ich niemals im Stream tun. Ja. Ich habe auch nie behauptet, ich kann singen. Ich habe nur gesagt, ich tu's. Vermutlich werde ich mit dem in dem Stream auch alleine sein. Aber es ist jetzt so ganz am Anfang noch nicht so schlimm. Wir sind jetzt in der dritten Woche. Dafür entwickelt sich der Stream eigentlich ganz gut. Was glaubst du nicht? Dass ich das tue oder dass ich das kann? Ja, alles klar, bis gleich. Der hat doch eine Pizza im Backofen, oder? Der Knight ist am Start. Wieso bin ich eigentlich der Einzige, der die ganze Zeit Leute killt? Oh, wie gerne würde ich dich kriegen. So, da ist das Team leider zurück. Ab und an sind mal kleine Hakler, aber die sind tatsächlich auf der Switch halt auch. Da ist irgendwas serverseitig halt echt im Argen. Ich bräuchte mal ein paar HP. Auch wenn ich mich wiederhole und das vielleicht nerven, aber Ausrufezeichen gewinnen in den Chat. Und ihr habt Chance auf ein Bad Blood. Stinky. Das ist schon wieder so eine geile Gruppe. Ja, ist nutzlos.
Caps-sensitive ist das, glaube ich, nicht. Das. Ja, du stellst aber auch Fragen, Kenjinu. Nummer 3. Der Bitsliste. Kappa. The good shall never perish. Geile Gruppe, geil. Ich glaube nicht, dass es Cap-Sensitive ist. Ich glaube, du hast es mit... Irgendeiner hat es mit großem G eben geschrieben hier, der Dingens. Ich sehe aber auch die Einträge direkt. Dann kann ich immer direkt kontrollieren. Setz nicht, als hätten wir 1000 Leute hier. Ich bin allerdings heute nicht frustresistent. Ich hätte natürlich auch noch Yamavari The Long Night Collection. Ich weiß aber nicht, ob ich das schon streamen darf. Mal kurz gucken, ob das schon raus ist. Beziehungsweise ich kann mal ins Postfach gucken. Das sah halt auch ganz schnieke aus. Muster. Wo ist denn der Code? Hefe den hingetan. Ich find's nicht so schnell. Dann würde ich sagen, wir gehen nochmal auf die Pläse. So, ist ja nicht so wild. Ich lasse das Bild jetzt einfach so an. Dann gehen wir auf die Pläse. Starlink, das ist genau der richtige Tobak, glaube ich, heute. Capture-Card muss ich mir auch noch mal was bauen, damit die ein bisschen höher steht, damit die ein bisschen besser kühlt. Da muss meine Tochter dann noch mal ran. Und wir bauen mal unser Raumschiff zusammen. Wir haben gesagt, heute spielen wir wieder das Standard-Raumschiff. Oder haben wir jetzt? Ich trage schon mal das andere Spiel ein. Flexible. Oh, warum ist das andere aus? Ich bin heute nicht frustresistent. Die Gruppen waren jetzt beide maximal nutzlos. Und ich glaube, das ist auch lustiger. So ein MOBA ist ja nicht immer direkt riesenlustig. Ballern wir jetzt mal Starlink rein. Setup steht. Tauschwaffen aufbauen. Denn jetzt wird geflogen. Starlink Action mit dem wildesten Controller-Setup der Welt. Ist auch sehr ruhig heute, aber naja.
Kann er nicht immer volles Haus haben hier? Ah, das kenne ich auch nicht. Ja, siehst du. Skylanders kennst du? Oh, and if your ship needs a tune-up, the workshop is at your disposal. Also im Prinzip ist das, Skylander kennst du, dann kennst du schon fast Starlink. Da hast du halt jetzt ein ganzes Raumschiff und du kannst die Waffen umbauen. So. Mega geil. Kann man das mal drehen hier? Kann ich das auch abbauen, dass man es dann besser sieht? So, ne? Kannst Waffen umbauen. Kannst die skillen. Modifizieren. Alle möglichen Leute leveln. Herrlich. Das ist richtig geil. Das gefällt mir gut. Das ist jetzt seit ein paar Tagen raus. So, wir haben kinetisch drauf. Okay. Mal gucken, wo müssen wir denn hin? So, wir fliegen mal zum Warmmacher nach hier. Das ist eine Mischung aus Skylanders, No Man's Sky, Star Fox. Vermutlich würden mir potenziell noch mehr Sachen einfallen. Ich teste das jetzt gerade halt. Also die Testphase für ein Review. Auf der PlayStation 4. Oh ne. Die nehmen ja gut genetischen Schaden, cool. So, den nehmen wir gleich mit. Das ist schon echt ulkig, das Spiel. Und das ist gigantisch lang. Ich glaube, das ist jetzt der erste Planet wieder. Ich habe erst zwei Planeten und habe irgendwie schon 12, 13 Stunden gezockt. Allerdings bin ich so ein Beender. Ich habe ganz gerne 100%. Ich bin so ein 100% Spieler, kann man vielleicht, das ist vielleicht die bessere Erklärung. Super sweet, das Game, es gefällt mir halt richtig gut. Auch wenn das. Darf man das streamen? Ja, klar. Alpha. Ja, Alpha Cycle bin ich auch. Ja, genau. War auch sehr lustig. Warst du bei der ersten Alpha dabei? Wo der kleine Russe gestreamt hat und der geschitstormt und gemeldet wurde? Cycle hat richtig Potenzial. Ja, das darf man streamen, das ist schon ein Release. Ja, da war ich auch dabei bei dem ersten Mal, da. Als der kleine Russe gehatet wurde. Ja, respektlos einfach. Despite its beauty, Sonatus wasn't immune to crime. Matter of fact, Sonatus is where I started fighting back against it. But I don't like to talk about those days. Ja, deshalb habe ich jetzt gerade auch geschaut. Ich hätte ja gern das andere Spiel. Ja, das ist wirklich Early Alpha, das Spiel. Ja, habe ich gerade auf dem Discord gelesen, dass sie jetzt wieder sind. Da werde ich mir wahrscheinlich am Wochenende auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen was machen. Sehr, sehr early, aber auch richtig Potenzial. Defense. Was soll ich denn jetzt erzählt haben? Achso, ja, deswegen hatte ich gerade eben geschaut. Ich hatte noch ein schönes Twitch-Spiel. Nintendo-Spiel. Was gerade neu ist, aber ich weiß nicht, ob das schon streambar war. Ich habe den Key halt ein bisschen early bekommen. Ich weiß nicht, ob das schon gestreamt werden darf. Da muss ich mal nachgucken. Das würde ich am Wochenende gerne machen dann.
Apparently they are the subject of song and myth in Sonoshian folklore. KI muss besser verteilt werden, ja. Das erste Problem war ja erstmal, dass du überhaupt drauf kamst. Huch. Hast viel vor? Ja, ich habe immer viel vor. Ah, Weapon Level increased, sehr schön. Ja, und Call of Duty lädt ja noch runter. Habe ich mir jetzt heute einfach mal Semi-Frust gekauft, weil ich Bock auf diesen Battle Royale habe. So, da gab es ein Waffen-Upgrade. Sehr schön. Holen wir uns mal noch eine Mission. Ich habe einen Outpost auf Scan. Let's see if they'll join. Sounds good. I'll find them. Oh, der ist weit. Ja, vielleicht nächstes Mal, ja. Hab diesen drei Games gekauft. Ja, ich muss glücklicherweise nicht so viele kaufen. Durch meine redaktionelle Arbeit bei gametainment.de. Für die ich ja jetzt auch streame oder mit denen ich streame. Ich bin ja Teil des Teams. Ja, ab und hier und da, wenn man vielleicht kein Muster kriegt oder dass auf dem Postweg irgendwie verschollen gegangen ist, das ist leider auch schon oft vorgekommen. Was heißt oft? Also leider auch schon vorgekommen. Dann hole ich die auch schon mal schnell lokal. Hauptsache wir kriegen Content. Und ich sage nochmal einen schönen guten Abend. Da ist die Kamera. Einen schönen guten Abend. Denkt dran. Oder wer neu dazugekommen ist, Ausrufezeichen gewinnen in den Chat. Dann nehmt ihr an der Verlosung des Keys gleich teil für Techlands Bad Blood. Ich denke, so gegen 21:45 werde ich dann den Knopf drücken. Oh, sagen wir mal 21:30. Plus, minus. So, außerhalb. Okay, good. Can't wait to talk to folks again. Two-Point-Hospital, Spellforce 3 in der SE. Habe ich mich gar nicht beschäftigt. Two-Point-Hospital habe ich schon reviewed. Und Pathfinder, ja. Muss man mögen. Also ich mag sowas, aber das ist, glaube ich, nichts für mich für den Stream. Oh, ich muss was hacken. Ich habe schon wieder vergessen, meine In-Ears zu tauschen. Aber ein tolles Headset. Taylor, ein Oi! Nicht Ferguson. Ausrufezeichen gewinnen ohne Space in den Chat für eine Chance auf einen Bad Blood Key. Der Taylor ist da. Oh, oh. Die Nummer 2 der Gang. Der Bit Gang. Kinetische Waffen sind eigentlich auch cool. Access granted. Great. No trace of Legion code. We'll move in and start powering up the arrays again. Thanks. Zum einen vielen Dank für die zwei Bitty-Tiddies hier.
Zum anderen, der arme Sebastian. Damit es nicht... Ah, ja, genau. Da wollte ich hin. Oh. Ja, du machst den fertig. Habe ich das jetzt markiert, oder? Ja. Der ewige Krieg, der Bit. Und Taylor? Vermisst du das Spiel nicht auch? Wieso sind meine Waffen so extrem stark heute? So, ich check mal gerade. Ja, Taylor, der Entry hat auch funktioniert. Muss man immer schon mal gucken. Ich wollte aber eigentlich zu dem. Ist ja quasi Main Story. Wait, no, I can't repair my own ship. Help! I can't repair my own ship. Help! Mach doch mal. So, was müssen wir hier machen? Ach, wir brauchen eine Eiswaffe. Bauen wir natürlich ein. Oh, das war's schon. Ja, das sind leichte Rätsel. Zum einen ist es relativ weit am Anfang und zum anderen ist ja auch ein bisschen Kinderspiel. Ne? Aber es ist alles drin. Mal wieder auf die Kinetic. Warte, hier konnten wir, glaube ich, sehen, welche die nächste. Irgendwo konnte man sehen, welche die nächste Waffe ist, die. Oder war das hier? Nö, ich habe vergessen, wo man das sehen konnte. Naja, letztlich spielen wir einfach mit dem, wo wir Bock drauf haben. Ach, der braucht Hilfe. Dann helfen wir doch da mal. Und boosten. Ja, Freunde der Sonne. Ich sehe die Zuschauerzahlen ja immer sehr... Was heißt sehr delayed, aber ich sehe die Zuschauerzahlen immer delayed, ne? Also wer neu ist, zum einen einen schönen guten Abend und zum anderen wäre das schön, wenn ihr uns ein Follow oder Sub gar da lasst und zum dritt anderen, beziehungsweise zweit anderen, zum dritten könnt ihr über Ausrufezeichen gewinnen an Giveaway teilnehmen für ein Techland from Graxton the Legion. Bad Blood Steam Key. Believe it or not, on it. Up to defense. Auf geht's. Wäre schön, wer mitmacht am Gewinnspiel bzw. am Giveaway, wenn er uns auch noch ein Follow da lässt. Ist aber bei diesem Gewinnspiel kein Muss.
Und wer natürlich Fragen zum Spiel hat, wer das Toy mal sehen möchte oder sonst irgendwas, möge sich auch gerne einfach im Chat melden. Können wir das alles nochmal zeigen. Einfach mal hoch. Einfach Hallo in den Chat. Und dann können wir das machen. Hack successful. Legion data received and processed. Nice work. If my scans are any indication, you tap deep into their network. They can't hide from us now. Okay, wir müssen nur viel sehen, damit wir die komischen Dinger sehen. Da müssen wir noch mal ein bisschen aushelfen. So, wir sind hier. We're all in this together. Also scheut euch nicht, liebe Zuschauer, wenn ihr Bock habt auf einen Bad Blood Key für Steam. Das ist ein Founders Pack Key. Da sind unter anderem so ein paar Skins drin, die wird es nie wieder geben. Und das ist kein Nintendo, wird es nie wieder geben, versprechen, sondern ein, hat mir der Entwickler persönlich versprochen, dass das so ist. Das ist kein Scheiß. Das war so eine meiner Fragen auf der Gamescom. Und wenn man auf Zombies und möglichst brutales Gameplay steht, ist das genau das Richtige. Die Bohrturmdinger, die werden auch nicht alle angezeigt hier. Da muss man auch erstmal entdecken. Das heißt, wir düsen mal über hier nach hier. Wobei wir dann noch ein bisschen Story weitermachen können natürlich. Selbst, wo bist du? Meine Nummer 2. Wo bist du? Hashtag olympischer Gedanke. Ach, das ist hier wieder. Das wäre so ein Sick, wo die Gegner nicht spawnen. Das habe ich leider recht häufig schon gehabt. Mal dann weiter. Dann gehen wir mal hier. Ja, wenn es ein Online-Koop hätte, das wäre natürlich grandios hier. Das dauert mir zu lange, da machen wir doch Feuervortex Action. Ja, seid ihr platt, wa? Düsen wir direkt noch hier rüber. Dieses nahtlose Starten, Landen etc. ist einfach geil. Bremsen der Schiffe ist wohl immer ein bisschen umständlich. Was? Ich wünsche einen schönen guten Abend an die neuen Zuschauer. Für das genannte Giveaway
Ausrufezeichen gewinnen oder Leerzeichen in den Chat und in dem Teil. Auslosung ist so roundabout. Halb 10 ungefähr, halb 10, 5 vor 10 so. Und dann gibt es den Key. Direct per Private Message. Für das geile Founders Pack. Bad Blood. Hallo. Hello there. I'm sorry, who are you? Hey, my name's Mason. I'm hoping we could be partners. I help you, you help me. What do you say? I'm researching. I'll handle it. Very good. The analyzer's scannen. Nearby. Pick it up to get started. Was muss man denn scannen? To scan Vibrosaur. Wo haben wir die denn? Ja, die müssten da hier in der Umgebung sein. Ich weiß nicht mehr, welche Viecher das waren. Warum man dafür so einen komischen Scanner mitnehmen muss, man weiß es nicht. Ja, wir wollen wieder ein bisschen Kinetic Schaden, damit das hier nicht immer so ein Theater wird. So, wir brauchen Viecher. So, seid ihr die Vibrosaurs? Approaching analysis target. Vibrosaur. Leute, Leute, ihr müsst einfach in größeren Beträgen denken. Das gibt ja hier gar nichts. Aber vielen Dank für den Doppel-BD-TD. Vibrosaur, Vibrosaur, dann. Wasser Tower. Oh, dann ist doch das bestimmt einer. Scan that one. It's perfect. Don't stop now. Find another specimen to scan. Find den. Noch ein. Uhu. Selbst zurück auf Platz 1. Das sind die beiden Ursus und den einen Vibro, den wir schon haben. Genau nach hinten fliegen wir einfach mal. Jump. Selbst easy, ja. Ihr bewegt euch ja hier im Peanutland. Kappa. Und da ist so ein Wunderding, was man mit meinem Level noch nicht angehen kann sollte. It's a spaceport. Sinatus was once a thriving metropolis, you know. This may be all that's left of that society. Ich will aber den Vibrosaur. Das ist halt total dämlich, dass man das. Bei den Tieren kriegt man das nicht angezeigt, wo man hin muss. Und das ist nicht immer so einfach, die zu finden, wenn man denn welche braucht. Aber hier mal jetzt hier die große Runde, kann man jetzt hier mal drehen. Welches Level hat der? Oh, Totenkopf. Und tschüss. Oh, da kommen wir noch ein Ulti. Der Ulti hat Wobei, der hat gut Schaden gemacht, der Ulti. Ship. Achso. Ich will nicht respawnen. Dann gehen wir aufs andere Schiff. Ist alles kein Problem. Wir nehmen aber auch direkt andere Waffen. Und zwar Vortex-Feuer. Da müssen wir das Schiff gleich mal reparieren lassen. Auch ulkig. Gestorben bin ich auch noch nicht. Oh, falsch rum.
getting a signal from the analyzer. Was it destroyed? Ugh, those aren't cheap, you know. Das ist natürlich geil, das habe ich beim letzten Mal nicht geschafft, aber da hatte ich meine Waffe noch nicht so tierisch gemoddet. Ja, hallo, Sweetness. Reminder: Corrupted Nova Samples like this are a valuable resource. Das ist natürlich dieses Item auch weg, ne, für das Quest. Gibt es eigentlich Unique Warden Relic, da müssen wir da mal hin, weil ich glaube, man muss ja nur den Gegner besiegen. Jetzt kann man das vermutlich auspacken, einfach. Glaube ich, vielleicht, hoffentlich. Oh, oh, oh. Ah, dieses Ding hat einen Schub immer. Wo ist denn der Eingang? So, wahrscheinlich wieder so ein Mini-Rätsel lösen hier. Okay. Wir müssen das Ding mal drücken, glaube ich, sonst geht hier mal gar nichts. So, die Kiste ist da irgendwo. Also entweder kann man unten rein. Was ich dann wohl vermuten muss. Ach, hier war die Rampe nach oben, aber da gab es auch keinen anderen Eingang. Ach doch, oh mein Gott. Wisdom of Coral. Aha. Guck mal, wo können wir das einbauen? Oh. Pilot Ability Speed, Defense und Damage with Reflect. Mhm. Das ist aber... Ah, das geht ins Schiff auch. Sweet, sweet. Sweet, sweet, sweet. Okay, dann... Gehen wir jetzt nochmal hier rüber und hoffen, dass wir das Ding direkt verkaufen können. Ich glaube aber nicht. Das war ja der Yogi, wo wir das, die Quest erstmal noch machen müssen. Versehentlich das Ding verloren haben. Oh, ich bin der, der eben da war. Anything I can do to help? Zack. Off ahead. I heard that the first... We're here to help. I'll get you what you need. Excellent. Here's the location of a survey site from the first expedition era. Oh, that's cool.
bisschen was besorgen, ist ja immer kein Problem. Falls wer neu im Chat ist und uns gerade gefunden hat, einen schönen guten Abend und über Ausrufezeichen gewinnen. Könnt ihr am Giveaway teilnehmen, was nachher stattfindet. Für einen Bad Blood Key von Techland. Das Brutal Royale, für mich das Royal des Jahres. Einfach geil. Pure Action. Junge. Meine Güte, da war. That's the data bank we're after. Bring it back now, carefully. Ich freue mich schon, wenn wir ein bisschen größer sind, wenn man ein paar mehr Follower und Abonnenten hat, dann kann man halt auch mal. Kann man mal vormittags fragen, was die Leute so sehen wollen, ne? Kann man sich ja danach richten, da freue ich mich auch sehr drauf. Tell me you got it. Incredible. This belonged to a naturalist who seems to have spent her life studying local flora. Mal kurz in Bequemstellung. Achtung, Achtung. Life that doesn't even exist anymore. Thank you for this. No problem. So, liegt unser Nova-Ding noch hier? Ah, sehr schön. Das gibt mich richtig Kohle. Finally, an intelligent being was beginning to think there weren't any on this world. Nice. We can see further now. Keep helping us out, and I'm sure there's more we can do for you. Ah, kann man das Schiff mal reparieren? Confirmed. Ship repairs underway. Was kostet das Upgrade? Kostet 30k nur. Now we can practically monitor the whole planet from here. Da sieht man halt alles, dann kriegt man alles angezeigt. Das ist total super. Wir haben das Ding aber nicht abgegeben, willst du das nicht? I didn't. Wait, is this a gift? For me? Well, I never. Thank you. So bin ich, so bin ich. Dafür möchte ich jetzt allerdings auch was zurückhaben, und zwar den hier. Taylor, du könntest dir das mal kaufen und kaufst dir die anderen Schiffe und leist mir die dann. Hm? Du willst ja auf der Switch spielen, dann hast du ja schon den Arwing. Aber mit ein bisschen Glück kann ich es vielleicht doch noch testen, den Arwing. Mit ein bisschen Glück. Moment, habe ich euch eigentlich alle schon erforscht? Kenne ich dich eigentlich? Da brauchen wir natürlich Fire and Ice. Oh, muss die Gegner gar nicht töten, die stören immer nur, cool. Dann kann man schneller wieder abhauen. Interstellar. This appears to be some sort of op that controlled the Legion operations on Sonatus. One down. Pew pew. So. Was haben wir da noch nicht entdeckt? Hier ist noch relativ viel nicht entdeckt. Der ist down. Der ist, dann müssen die da versteckt sein, wo wir noch nicht reingucken können. Machen wir das doch ein bisschen taktischer.
Oder ist das auch so ein Ding, wo die Gegner jetzt nicht spawnen? Hab ich nicht fertig. Nö, halt auch geil. Verstehe das halt nicht. Was haben wir denn da? Ja, manchmal funktioniert es nicht. Dann da hoch. Starlink Database updated. Echt? Location gefunden, ein bisschen rechts erhalten. Das auch alles finden. Oh, das ist wieder so ein Schiebespiel, da müssen wir erstmal gerade die Gegner wegräumen. Und ich glaube, das war ein blaues Schiebespiel, ne? Ja, da brauchen wir Eis für. Eis hat noch nicht alle Mods. Das geht ja gar nicht. Komm, dann war doch jetzt super. This spire appears to be a type of anchor that is holding Sonatus in place. Sehr schön. Perhaps. Wir düsen jetzt einfach genau hier in die Mitte mal rein. Und remain stationary. Ja, echt nicht wundern, wenn ich zwischendurch total random Hallo sage. Ich sehe ja nur ab und zu schon mal die Zuschauerzahlen hier im Ton sich ändern. Also hallo, guten Abend. Willkommen im Stream. Und für die Chance auf das Bad Blood. Dying Light Bad Blood von Techland. Ausrufezeichen gewinnt in den Chat. Und dann so roundabout. Roundabout. Viertel vor 10. Auf jeden Fall da sein, damit ihr den Key auch direkt kriegen könnt. Terminus? Was ist denn der Terminus? Wieso hat denn hier plötzlich etwas einen Namen? So, jetzt hat die gesagt, wir sehen fast den ganzen Planet. Aber irgendwie haben wir ja auch erst von diesen... Ein Spire fehlt noch. Den hätte ich noch gern mitgenommen, bevor es weitergeht. Dann wird der wohl hier so sein. Ausrufezeichen gewinnen. Ist natürlich immer lieb, wenn ihr auch ein Follow da lasst. Oder sogar ein Sub. Twitch Prime geht ja auch. Aber heute dürfen alle teilnehmen bei unserem ersten Giveaway. Wir machen ja Party für unsere ersten 1000 Views jetzt hier auf dem Channel. Oh, oh, falschen Knopf gedrückt. Aber die Kiste ist auf jeden Fall offen.
So viel steht fest. Veräppelst du mich? Kann doch jetzt nicht hier sein. Brauchen noch so eine. Noch so einen Cultivator. Da gibt's noch einen hier irgendwo. Den hätte ich noch gern, bevor ich den Planeten verlasse. Die Main Quest weitermachen. Muss mal gucken, ob man den Bot so einstellen kann, dass er das alle ein paar Minuten mal in den Chat spammt, ne? Ausrufezeichen. Gewinn. Für eine Chance auf den Gewinn. Das macht mich jetzt völlig fertig. Wo ist denn der? Wir haben doch jetzt alles aufgedeckt. Terminus. Ist auch selten, dass ein Tree Owl. Huhu. Schönen guten Abend wünsche ich. Er hat noch jemand zu Starlink gefunden. Beziehungsweise zu uns und Starlink. Und der Faszination des, ich finde, den letzten Spire nicht. Was ist denn hier los? Kann ich was abschießen? Ach, ich wundere mich die ganze Zeit, warum da Eis rauskommt. Das ist natürlich klar. Dass da Eis rauskommt, wenn ich eine Eiswaffe equipped habe. So, hier ist aber literally gar nichts. Wir haben aber auch jetzt ja ziemlich viel aufgedeckt. Das heißt, der muss in dem letzten Prozent sein, das wir nicht aufgedeckt haben. Wie findest du das Game? Ich liebe es tatsächlich, muss ich sagen. Das triggert mich halt total, das Game. Also Sachen auf 100% zu spielen. Ich habe mir auch schon ein zusätzliches Flugzeug, ein paar Waffen gekauft. Also ich habe die Starterbox halt für ein Review bekommen. Und dann halt noch mal zugeschlagen. Ich find's echt geil. Das ist ein schöner Mix. Er hat auch schon ein paar Bugs, aber meine Güte. Kann ja immer passieren. Ich finde das letzte Ding nicht. Ja, also hier dieses Raumschiff, das ist ein Zusatzraumschiff mit einem Helden, einer Waffe und dann habe ich mir noch ein zweites Waffenset noch dazu geholt. Für ein paar kinetische Knarren. Moment. One step closer, go to the Equinox. Okay, komm. Wo ist sie denn? Nein, 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 nicht abstürzen. Wo sind die Equinox? Bin es im Überlegen für die Switch schon wegen Fox, ja. Ja, das ist richtig. Dafür hätte ich es halt auch gerne. Wo zum Henker ist denn die? Oh. Sorry für die Ablenkung. Ja. Die Switch. Ja, für den Fox und den Arwing hätte ich es gerne auf der Switch gehabt. Was du allerdings bedenken musst auf der Switch ist die Grafik. Eher nicht gut. Also eigentlich scheiße. Im Vergleich zum Rest. Ach, jetzt kann ich dahin nicht fast traveln zur Equinox. War denn da ein Planet in der Nähe? Kann ich denn zu dem Planet? Zu dem Planet kann ich doch fast traveln, glaube ich. Oh,
dahin fast und dann zum Equinox rüber. Ja, also wenn du eine andere Konsole noch hast, Tree Owl, dann Grafik ist für mich das Letzte, wenn der Rest passt. Ja, bin ich grundsätzlich auch so ein Typ. Ich habe jetzt leider den direkten Vergleich gehabt oder konnte mir die Switches angucken. Das ist schon echt übel. Das Wasser sieht aus wie so ein grüner Teichgrütze und hier auf der Playsee ist das Wasser halt awesome, aber wie gesagt, ich habe es mir jetzt nicht ausgesucht, also ich konnte jetzt nicht wählen, sonst hätte ich mir die Switch-Version wahrscheinlich auch genommen, alleine für den Arwing. Auf der PlayStation und Xbox kannst du den halt nicht spielen. Das ist das letzte Sample. Es wird ein bisschen Zeit, um dieses Core zu analysieren. Nun, pick up the pace. We gotta hit them while they're down. We will, Rancor. We just need to figure out where these primes are coming from first. Der Sipsch schießt nochmal 5 Bits auf seinen ersten Platz. Vielen Dank. Und nicht vergessen, wir haben ja jetzt ein paar Zuschauer mehr schon wieder, ne? Mit Ausrufezeichen Gewinn im Chat könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen bzw. an der Auslosung für einen Dying Light Bad Blood Key. Steam. Und wenn ihr natürlich auch ein Follow da lasst, ist das auch immer schön. Is to gather Electrum, which can be refined into Nova, and Nova can activate more primes. But Grax can't turn Electrum into Nova, can he? St. Grand can. He learned how to make Nova by studying Judge. But now. No. Ja, der kann Nova machen. Look, the cycle completes. A shame it is only enough for one. One will be enough. His crew continues to resist. But they will be swept away by the dreadnought. Der hat ein Würmchen in den Hals. Sehr fies. What is he doing? What's this? St. Grand back now, before St. Grand is in badness. Atlas and extractors. Razor, you and I will take point. Finally! We are few in numbers, but armies smaller than ours have defeated. You guys, an army. Look, it's like Hunter said, Grax is just gonna keep getting stronger and stronger. I'm looking out for myself. Hey. You guys should too. Make it so. You're right. Mason? We should split up. Dude, that's intense. There aren't enough of us. The Legion is growing. We need to keep growing. We spread out, find help from every planet in Atlas. If we split up, we'll get picked off one by one. Not while we have Starlink. We can combine our strengths from everywhere in Atlas. The more of us there are, the stronger each of us is. Exactly. Ich hab Starlink, Freunde. The Wardens saved us. Totally Starlink. They gave us a path to the stars. Brought us out of a life of darkness. Now, what are we? Lost. I have found the key. We will redeem those unworthy. I send you forth in the dreadnought.
Okay. As the Warden's will. Sacrifice the worlds of Atlas to the harvest of Electra. What have I done? Nur was war jetzt dieses komische Würmchen? Wo hat denn der das her? We still don't know where the primes are coming from, but using the core's data, we can now see where they ended up. Good, because it looks like two more primes just landed. To follow their progress, I've added an alliance tracker to each planet. It will tell us how Legion infested each planet has become and how many allies we've made to push them back. So, what's it mean when one of the prime icons just like flips out? Cause the one on the bottom's going crazy sauce. You're right. The prime alert on Vilas, it's gone. Heißt das jetzt, muss da hin oder was? Also die Mods, Gravity Mods. So, welcher Planet ist denn das hier? Haven. Sonatos. Creed, da haben wir noch eins nicht entdeckt. Seid ihr alle verrückt? Was sagt denn? Gibt es denn ein Quest? What happened? Is the prime gone or what? We should take a look. Maybe someone's out there. Your call. Go to Vilas. Just remember to check your star map. Also, okay, ja, machen wir das doch. Tuck. Our army needs to grow faster than the Legion, and the alliance trackers are best way of keeping up to date. So, ja, beim ersten Mal muss man leider selbst hin traveln. Warning. Incoming outlaw hyperspace trap. Oh, hyperspace trap. Bin nicht ausgewichen. Got him in my sights. Sehe ich aus so. So, während wir jetzt hier hin und her traveln bzw. zu den Planeten ja noch reisen. Ach komm. Echt? Eine Legion Hyperspace Trap. Okay, ist ja was los heute. Wir müssen auch mal zweite andere Sekundärwaffe haben. Ja, wer noch ein Follow übrig hat für uns, da freuen wir uns immer gerne drüber. Bei 20 Abonnenten am 26. Das ist unser Abonnentenziel, was ihr auch auf dem Bildschirm seht. Habe ich angedroht, Let's Sing 2019 auf Twitch zu reviewen, anstatt alleine. Wobei ich dann vermutlich alleine bin, aber wer dann Lust hat und lachen möchte, der kann vorbeikommen. Weiter. Gut. Warning. Incoming outlaw hyperspace trap. Also, ich kann eigentlich gar nicht so richtig ausweichen. That must have hurt. You're on my tail.
Also wenn man einmal da war, kann man halt quick traveln zu dem Planeten. Man muss aber einmal hingeflogen sein. Das vermute ich auch, dass das nicht der letzte war, der uns heute nervt. Warning. Incoming Outlaw Hyperspace Trap. Hyperspace Trap bypassed. Area clear. Haha. Find them fast. The Legion are growing. No, parties, then extractors, now primes. I believe our next target may be the hardest of all. Of course, there's always something bigger. Theoretically, the source of these primes must be massive and likely interplanetary. So the primes come from a big spaceship. Why can't we see it? Because it might be finding it in space is like searching for a pebble on an asteroid belt. Ain't gonna be easy. Wie, die schießen mit, was ist denn da los? Falls jemand neu im Chat ist, vor dem Bildschirm, mit Ausrufezeichen gewinnen, könnt ihr euch eine Chance auf einen Bad Blood Key für Steam einheimsen. Ich denke, so viertel vor 10 werden wir den dann raushauen gleich. Alle Teilnehmer. Voilà. Und dann alle Teilnehmer gehen. Ja. Okay, aber ich wollte eigentlich nach Weiles. Warning. Incoming Outlaw Hyperspace Trap. Alter. Die sind heute echt greedy. Our Prospector allies have delivered a shipment of Electrum. Gar nichts, Freunde, weil ich euch platt mache. Hey, I'm out. They're on my tail.
flash mail. Ja, neuer Planet, neues Glück. Gucken, was wir da so vorfinden. Natürlich ist das Gameplay jetzt immer repetitiv. Alright, I'm on Vilas. I'm gonna destroy these extractors so I can track the Prime. Let's do this. Negative. Looks like everything's dormant here. But Sage picked up the Prime's electrical pulse when it went out. I'll put a waypoint on it. Thanks, Razor. Bisschen Glipper. Hier sind so ein paar Outlaws. I got you in my sights, Dirthog! Starlink database updated. Whoa, fire! Yeah, you are going down. Alter. Was ist denn hier los? Wir brauchen mal andere Waffen. You like that? Okay. Joins the Alliance. Ach so, jetzt kommen auch diese Joins the Alliance Meldungen, die gab's ja vorher nicht. Will ich da reparieren, kleiner Freund? Bit off a bit more than I could chew there. Much obliged, friend. Erstmal COD installieren. Ja, wenn ich den jetzt noch laufen lasse, die Installation, dann kackt der Stream ab. Weil ich keine Bandbreitenbegrenzung drin habe. Bei Steam sagt sich ja dann auch so, hey, Bandbreite. Das bist du dann wohl von mir. Ja, ich installiere jetzt gleich nach dem Stream. Those are bile pools. That enchanting fragrance is a bacterial reaction insulating Vilas's plethora of rare mineral deposits. And I thought the Hudson River smelled bad. Wie kann der denn in einem Raumschiff was riechen? Sehr dämlich eigentlich, ne? Müssen wir jetzt einfach mal sagen, wie es ist. Furz. Ja, wahrscheinlich hat er selbst gefurzt, ja.
activated. Extractor is vulnerable. Target the main structure. Zack, das Ding weg. Mit oder ohne Forts. So, jetzt muss man halt immer aufpassen, dass man die Planeten in seiner Allianz behält. Wird wohl so gerade gehen, ne? Da gibt es noch Mineralien, den nehmen wir mal mit. Entschuldigung, ich habe gar keine Viecher gesehen. Ah, ich muss gleich echt hier neue In-Ears einbauen. Ich höre zumindest Tiere. Komische Kalkwappen. Ja, die waren doch schon gut Schaden. Kommt da jetzt jemand helfen oder kämpfen die? Oh, da kommt jemand helfen. Okay. Nur ein klitzebisschen feindselig hier, die Gegner. Legion Corruption detected on nearby fauna. Corruption detected. Ja, das. Wo denn? Ah, kann mir mal helfen. Dafür scannen dann. Schöne 65 Gig. Ja. Da hast du recht, Setsch. Das ist wundergeil. Platz habe ich aber noch. Achso, der war auch irgendwie in Vieh irgendwas. Viele Viecher auf einem Haufen hier, da kann man direkt alles scannen, dann haben wir das ja auch schon erledigt. Partial scan complete. Scan more specimens to complete the DNA profile. Ach, hat man da noch keine drei? Hallo. Warum kann ich dich nicht scannen? Hä? Man kann doch alles scannen. Da hatte ich den schon. Ah, okay, dann hatte ich den wahrscheinlich schon. Partial scan complete. Scan more specimens to complete the DNA profile. Du bist der von oben, ne? Da ist noch so ein Ding. Der ist aber eilig. Lauf doch nicht weg, ich will dich ja noch nicht töten. Er wählt nur das eine davon und nicht zwei.
profile complete. Fauna identified. Natürlich direkt identifiziert, nur vom Scan, jetzt wissen wir sogar, wie er heißt. That's a Capradillo. Apparently, in the old days, outlaws used to make them fight for their amusement. That's horrible. Ja, da werden wir aber tatsächlich hin müssen. See the prime, but I think it's down. You there? Over here. Hey, did you take out that prime? We fought as one, but I alone survived. Sorry to hear. I don't need your condolences. I need my ship repaired. One of the monsters escaped. Oh, I can help repair it. Oh no. Ach so. Wieso? That will do it. Now, I have a crushed giant to track down. Hold on. Maybe you should take it easy right now. Rest up a bit. Es Let me handle the crushed giant. You're capable? Yeah, for sure. Fine. I could use a moment to pay my respects. Once the giant's gone, report to my armory. You guys get all that? She's just the kind of recruit we need. We'll see. Keep on this one, and let us know what you find. Das ist eine komische Welt. Inventar ist voll. Gibt's hier mal nicht eine Stadt? Genau. So, ich würde sagen, ich gehe mal kurz zu der Station hier rüber. Dann gibt es noch eine Chance, während ich mal ins Bad laufe, um über Ausrufezeichen Gewinn im Chat Key zu gewinnen für Dying Light Bad Blood Steam PC. Wir machen die Quest für den noch fertig hier. Dann gehe ich schnell Richtung Bad und wenn ich wiederkomme, dann ziehen wir dann einen Gewinner. Das heißt, wer noch mitmachen möchte, es gibt auch keine Beschränkung auf Follower oder Subscriber. Wer natürlich ein Follow da lässt oder ein Sub, der ist natürlich auch gerne gesehen. Aber alle dürfen mitmachen. Excellent. That creature now has a second chance at life thanks to you. You've got the hands of a surgeon, my friend. We're all in this together. Ja. Profile complete. Fauna identified. Ich bin ein, wie ist das deutsche Wort? Chirurg. So. Ach, wir müssen gar nicht zu der Tante zurück diesmal. Okay. Dann sage ich jetzt mal, letzte Chance für Ausrufezeichen gewinnen in den Chat, ohne Klammer, ohne Space, und ihr habt eine Chance auf einen Bad Blood Key. Ich kann es ja mal kurz linken. Beziehungsweise ich link einfach mal den Steam Key. Das ist halt jetzt auch ein Early Access quasi, der eigentlich 20 Tacken kostet. Da kriegt man halt auch noch exklusive. Kriegt man halt auch exklusive Skins für seine Items. Schon recht cool. So, das bedeutet, ich bin sofort wieder da. Dann ziehen wir dann auch einen Gewinner. Das heißt, wer noch mitmachen will,
Ausrufezeichen gewinnt in den Chat. Also ich mach das, ich schreib's mal. So. Zack. So, ich bin sofort wieder da. Letzte Chance. Ausrufezeichen gewinnt in den Chat. Und ihr könnt ein Key für Dying Light Bad Blood gewinnen. Alles klärchen. Da machen wir zu. Ich suche mal gerade den Key schon mal raus. Hoch. Mhm. Ich logge mich mal. Ah, ich bin schon eingeloggt, sehr gut. Ja. Guck. Das ist ja lustig. Strange little Knopf. Ich vermute, du bist noch da, ne? Ich bispere dich mal an.
Du bist da? Gibst kurz ein Lebenszeichen in den Chat. Denn du hättest tatsächlich gewonnen. Kein Dark Souls heute. Ja, auf das warte ich auch noch. Müsste die Tage ankommen. Ja, Lebenszeichen. Noch besser. So, dann kann ich dich nämlich anwispern. So. Wenn du kannst, check den mal direkt. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Das freut mich echt. Check den mal direkt. Aber der von gestern funktioniert auch einwandfrei. Die sind halt frisch vom Publisher. Die Keys. Sehr, sehr geil. Sobald der Team-Modus drin ist, müssen wir auf jeden Fall mal zusammen spielen. Ne? Kann man ja momentan nur alleine spielen. Ja, check einfach mal. Was? Ich muss jetzt auf einen anderen... Was? Was sagt die gerade? Ich muss auf einen anderen Planeten jetzt? Nee. Ja genau, mal checken, also die müssten eigentlich. Das gibt es ja nie Probleme mit den Keys. Müsste ich halt im schlimmsten Fall den Publisher nochmal anschreiben, aber wenn du die Möglichkeit jetzt hast, guck mal rein. Aha. Ein Ding. Enemy analysis complete. Stasis weaponry strongly recommended. Jetzt sieht man hier zum Beispiel diese gelbe Waffe, den Leviator. Den kann man angeblich kaufen, aber habe ich nicht gesehen, dass es den wohl gibt. Noch nirgendwo. Hätte ich mich sehr gerne... That is a mean-looking legion. Must be the giant. If you have a stasis weapon, now is the time to use it. Gott, ist der dämlich. Kennst du schon meinen Ulti, Bruder? Wunderbar funktioniert, alleine ist nur ein bestimmtes Spielteil. Bin dabei. Dauert halt ein bisschen, bis man das fest mit mehreren Leuten im Team spielen kann. Wir sind aber ab und zu auch schon mal auf unserem Discord mit zwei, drei Leuten schon mal online spielen, Bad Blood. Den Link findest du unten. Das ist unser Redaktions-Discord. Da gibt es aber einen Community-Teil, wo man auch in den Voice-Chat kann. Kann, nicht muss. Da kann man, wenn man zocken da, kann man ein bisschen lachen, wie man wieder hingerichtet wurde von irgendeinem Semi-Pro-Spieler. Aber ich finde das Spiel echt geil. Richtig geil. Und ich hasse Zombies eigentlich total, ne? Ah, das freut mich. Das freut mich, dass das funktioniert hat, ne? Man wird zu 12 abgesetzt, also 12 Spieler. Das sind die PvP-Elemente, die 12 Leute. Das heißt, du darfst natürlich nicht getötet werden. Und die PvE-Elemente sind, dass du halt von Zombies dort so Blutproben sammeln musst. Gibt ein kleines Mini-Tutorial und dann ist es halt ein klassisches Battle Royale quasi, also halbklassisch. Sie nennen es halt Brutal Royale und du wirst sehr schnell feststellen, warum. We've got our hands full right now. We're going after the guy in charge of the Legion. Ah, and you want my help. We can't fight for you. Not when we're fighting for our own survival. I understand. But maybe there's still something you can do. Can you show us how to make our own armory? Well, okay, werde ich wohl spielen, das Tutorial. Ja, ja, klar. You need to inspire world's residents to fight and give them the hope they can win. Ich muss auch sagen, ich spiele es lieber mit dem Xbox-Controller als auf der Tastatur. Da sind mir zu viele Knöpfe für meine Konsolenfinger.
and it's worth defending. Select a location on Vilas for your expedition allies, and then build an observatory for them. Cool, jetzt kann man auch Outposts bauen. Das ist ja super geil. An observatory. Okay, you got it. It will require Electrum. And a good way of finding some is by bringing down Legion. If you're having trouble finding Legion on this world, talk to this outpost again. I'll be checking on my patrols. Okay. Aber der Outpost geht jetzt auch deutlich höher als die anderen. Das Upgrade kostet 300.000. Kannst du mal vergessen, Mädchen. Das ist aber ein guter Cutpoint. Xbox-Controller habe ich ja auch dran, aber mit dem fliege ich nur in Nier Automata oder Battlefield 1. Test es einfach mal. Du kannst ihn ja einfach anschließen. Das Spiel switcht on the fly. Das heißt, du nimmst einen Controller, drückst eine Taste, kannst damit weiterspielen, legst ihn hin, gehst an die Tastatur und kannst da direkt weiterspielen. Halt richtig, also das finde ich halt richtig geil gecodet, dass das so on the fly funktioniert. So, Shredder, wir machen jetzt mal noch alle Upgrades. Das heißt so Fusionen, ne? Dann holt man die auf das nächsthöhere Tier und kann halt, ich glaube, ich kann momentan bis Lila, also bis Epic fusionieren. Da kann man einfach Upgrades, ja, einkaufen. Da können wir jetzt gleich auch mal gucken. Und bei Frost Barrage. Da haben wir ja aber auch, das ist die Frost Barrage. Ein Rare Commander. Machen wir mal was Lilanes rein. Epic ist immer gut. Aber was schönes Blaues vielleicht. Bisschen mehr Damage oder Damage machen wir mal blau. Also das nervt mich tierisch an diesem Spiel, dass man hier immer alles anmarken muss, also alles oder letztendlich alles einmal markieren muss, damit es nicht mehr leuchtet. Das ist total ätzend. Aber das ist auch tatsächlich das Einzige, was mich bisher so richtig fies stört. Das Schiff hatten wir repariert. Wieso ist hier nur ein Gelb? Wieso ist da nichts Ordentliches drin? Was ist denn das? Range Amplifier. Ja, machen wir nochmal lieber. Dann nehmen die 15er Range wenigstens rein, ja. Oh, den haben wir nullmal. Können wir aber equippen. Ja, na klar. So, jetzt gehen wir auf der Equinox noch gucken. Hier kann man nämlich immer Upgrades schön kaufen. Oh, wir können auf. Oh, wir können auf Legendary fusionieren dann. Oh, 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 das ist schon geil. Oh, ne, das ist noch geiler. Mehr Cargo, also mehr in den Kofferraum packen. Das nervt nämlich. Oh, doch, doch, stimmt, das nervt am Anfang. Man kann immer nur 5 Items von jedem mitnehmen, von den Materialien. Und, ne, organisch, metallisch und Warden. Und am Anfang haben wir nur 5 davon und dann fliegt man immer hin und her und hin und her und hin und her, um das abzugeben, um den Ruf da zu farmen. Ich war schon auf 20, aber auf 50 ist noch besser.
Da ich ja so ein Farmer bin. Pickup Turret. Boah, meine Güte. Achso, den hätte ich jetzt gemacht. So, dann muss ich wahrscheinlich eine Quest für den Turret irgendwo hinstellen. Ja, sehr schön. So. In der Collection muss man sich halt auch alles irgendwie mal angeguckt haben, damit das angemarkt wird. Angemarkt wird, ja. Ja, hier ist nämlich auch dieser Leviator. Den hätte ich eigentlich ganz gerne noch. Sieht halt auch cool aus am Schiff dann. Kann man angeblich auch im Laden kriegen im Moment, aber habe ich noch nirgendwo gesehen. Also genau der war in keinem Laden. Grüße gehen raus. Deswegen muss man sich jetzt alles einzeln angucken. Habe ich halt auch affig, ne? So, ich wollte aber eigentlich so Options. Mal zum Titel zurück. Heute gehen wir auch mal nicht über die Standardzeit 10 Uhr, dann kann ich nämlich den Stream für die nächsten Tage, jetzt fürs Wochenende, noch ein bisschen vorbereiten. Ja, es freut mich, dass Strange Little Knopf hier den Key gewonnen hat und sich auch freut. Das ist sehr schön. Da können wir die Tage irgendwann mal zusammen spielen. Damit würde ich mich dann jetzt auch in den Abend verabschieden. Dann kann ich noch ein bisschen nachbereiten und den nächsten Stream schon mal so ein bisschen vorbereiten. Morgen wird es einen geben, aber ich weiß nicht hundertprozentig wann. Das wird so am Wochenende. Die Streams sind dann immer, also es kommt mindestens einer am Samstag, wenn es geht auch Sonntag, aber also am Samstag auf jeden Fall. Kann ich jetzt noch nicht mit Zeit hinterlegen. Ab der nächsten Woche werde ich die Schedule, also die Planung mit auf die Offline-Seite packen und auch unten in die Beschreibung. Ne, da wo ihr auch unsere Social-Media-Kanäle findet von Gametainment, Facebook, Twitter, YouTube und unseren Discord-Server, falls jemand Lust hat, da mal sich mit uns zu unterhalten. Da haben wir einen Community-Bereich eingerichtet, wo wir dann auch zusammen zocken. Es wird dann jetzt am Wochenende vermutlich auf Call of Duty 4 jetzt hier mal gehen. Das habe ich mir eben mal besorgt und müssen wir jetzt noch installieren. Das mit der Planung haut bei mir auch nie hin. Ja, ich bin jetzt 3 Wochen dabei, habe jetzt irgendwie jeden Tag 3 Wochen durchgehend gestreamt und 5 Tage, Montag bis Freitag, werde ich auf jeden Fall abends immer so 3-3,5 Stündchen streamen, die sind fest. Der Samstag ist auch fest als Streaming-Tag, da weiß ich nur die Uhrzeit nicht. Es kann halt sein, dass man da mal eine Stunde später anfängt. Ich habe ja auch Familie zu Hause und der Sonntag ist dann fester Familientag. Da gibt es dann nur spontan Streams, wenn... keine Ahnung, die Kleine mal unterwegs ist oder so. Das werde ich jetzt alles am Wochenende planen, damit man sich ja dann auch mal so ein bisschen besser danach richten kann. Ne? Und da freue ich mich auf jeden Fall auf die nächste Zeit, auf morgen vor allem dann. Ich hoffe, dass Call of Duty dann sauber funktioniert im Stream. Das werde ich alles vorher nochmal testen, ansonsten kündige ich noch an, was wir zocken. In diesem Sinne, vielen Dank für die Bits, vielen Dank für die Follows. Ne? Wir haben Dark Hero 1990, Arcade Stefan, die jetzt vermutlich nicht da sind. Die haben so zwischendrin ihre Follows abgegeben, aber trotzdem Dankeschön. Dann haben wir Strange Will Knopf heute und Talon und Sepsch haben sich noch ein paar Bits um die Ohren geworfen. Talon, der Sepsch ist auf Platz 1. Ja, in diesem Sinne vielen, vielen Dank und denkt dran, wenn wir bis zum 26. die Follower, die 20 Follower zusammen haben, dann werde ich ja, nochmal vielen Dank an die neue und alte Nummer 1, Taylor. Jetzt hast du mich total zum Step gebracht, auf jeden Fall. Genau, wenn wir die Subscriber schaffen bis zum 26.10., das ist jetzt so das nächste Ziel, dann werde ich halt, wie gesagt, Let's Sing 2019 streamen. Macht keinen, ist egal, Sub, Twitch Sub oder Gifted Sub, zählt alles rein. Jetzt, ne, Schlussplädoyer in diesem Sinne. Danke für den Key, das starte ich direkt nach deinem Stream. Richtig geil, ich hoffe, Strange Little Knopf, wir sehen uns auch nochmal wieder.
beziehungsweise ja, du siehst mich wieder und ich lese dich wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das Review für Starlink, das kommt auch die Tage, das könnt ihr auch nochmal nachlesen auf gametainment.de oder gametainment.at. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich weiß noch nicht genau was, aber was wir zocken, am liebsten Call of Duty. Und Amoroso 14 noch, schwer am Ende. Vielen, vielen Dank für deinen Follow. Ich habe Discord gemacht. Ah, dann bist du die Benachrichtigung, die ich bekommen habe. Alles klar, Schwänchel, ich glaube, du kriegst jetzt gleich noch einen Rang von mir, einen Community Rank, und dann können wir uns da vielleicht auch austauschen oder vielleicht auch mal zusammen zocken. Alles klar, einen schönen Abend noch, bis morgen.